ein sinkendes Bildungsniveau in unserem Land halte ich in weiten Passagen für Heuchelei, meine Damen und Herren. Sehen Sie, es wird bei uns doch verlangt, dass das Allerwichtigste ein Ankurbeln des Massenkonsums ist, nicht wahr? Den Massenkonsum ankurbeln, dazu braucht man keine Arbeitskräfte, dazu braucht man Konsumenten, nicht wahr? Und beim Konsumenten, da ist ein gerüttet Maß an Dummheit doch eher hilfreich, meine Damen und Herren. Und ich finde, ich sage es Ihnen offen, dass wir auf diesem Weg schon sehr gut vorangekommen sind, nicht wahr? Sehen Sie, in Deutschland, meine Damen und Herren, in Deutschland, bei uns, in Deutschland, wie in keinem anderen Land Europas, entscheidet die soziale Herkunft über das Bildungsniveau. Und bei der rapid ansteigenden Armut züchten wir uns doch ein solides Konsumwachstum, Konsumentenwachstum, nicht wahr? Leute ohne Skrupel und Nachdenklichkeit. Die Verbraucherzentralen kriegen gerade die Gelder gestrichen. Das passt doch alles sehr schön zusammen, meine Damen und Herren, nicht wahr? Der Pöbel, der soll ja nicht zögern oder nachdenken. Er soll den erstbesten Mist kaufen, der in der Werbepause zwischen zwei schönheitschirurgisch optimierten Elendsgestalten und ihr Vorbild an Verona Feldbusch angeboten wird, meine Damen und Herren. Das ist doch erwünscht geradezu. Und dazu kommt noch, meine Damen und Herren, dann kommt noch etwas anderes dazu. Bei manchen Politikeräußerungen sollte man froh sein, dass der schlichte Schulabgänger sie nicht versteht. Nicht? Als kürzlich unser Bundespräsident schon wieder sich ans Volk gewandt hat, meine Damen und Herren. Bei einem Festakt der Arbeitgeberverbände hat er sich ans Volk gewandt. Da trifft sich ja gerne das einfache Volk auf ein Gläschen, nicht wahr? Beim Arbeitgeberverband, nicht wahr? Als der Köhler gesagt hat, es erfordert eine Kraftanstrengung aller Bürger, da hat dieser Arbeitgeberpräsident Hund hinterher grinsend in die Kamera gesagt, auch wir Arbeitgeber werden unser Schärflein dazu beitragen. Nicht unser Schärflein beitragen. Ein PISA-Geschädigter versteht nicht, meine Damen und Herren. Und an der Stelle finde ich dann doch, man sollte es ihnen sagen, was die Arbeitgeber beitragen werden. Ich habe mich extra im Lexikon vergewissert, was die Arbeitgeber beitragen werden. Ein Schärflein, kleinstmögliche Münzeinheit, meine Damen und Herren. Das werden sie beitragen, die Arbeitgeber. Hier und da gibt es noch Silberstreifen am Horizont, nicht wahr? Da gibt es Ausblicke auf Hoffnung. Sehen Sie zum Beispiel, wenn Ratzinger Papst wird und Klinsmann Weltmeister, dann werden, jetzt hören Sie mal auf zu quieksen, das ist eine lange Pointe, jetzt reißen Sie sich zusammen, ich sag Ihnen, wenn ich fertig bin, nicht wahr? Wenn Ratzinger Papst wird und Klinsmann Weltmeister, dann werden die Fanshops Kasse machen, meine Damen und Herren. Weiße Käppis und Deutschlandleibchen werden den Binnenkonsum beflügeln. Und wenn dann noch Minister Clement verlautbaren lässt, dass bei den Arbeitslosen das Minuswachstum auf hohem Niveau stabil geblieben ist, dann werden sich die PISA-Krüppel über so viel gute Nachrichten dermaßen freuen, dass sie nochmals Schröder wählen. Die CDU wird erleichtert sich von Merkel trennen und Christian Wulff Westerwelle mitteilen lassen, er sei schon verlobt, meine Damen und Herren. Jetzt können Sie klatschen.